Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des großen Umfangs des Themas habe ich mich entschieden, den Vortrag über gesunde Ernährungskonzepte in zwei Teilen zu halten. Im ersten Teil behandelten wir Grundlagen von Verdauung, Verdauungsfunktionen und Stoffwechsel. Also welche Voraussetzungen braucht es, damit der Organismus überhaupt aus der Nahrung in gutem Maß Lebensenergie machen kann? Des Weiteren stellte ich etliche bekannte Ernährungslehrer und Lehren aus verschiedenen Epochen vor, sowie einige teils vielversprechende, teils sehr umstrittene oder gar dubiose aktuelle Trends. Immer wieder lade ich Sie ein, Ihre gewohnte Sicht und Beurteilungsweise zeitweise zur Seite zu stellen und so unvoreingenommen wie möglich von verschiedenen anderen Blickpunkten aus sich mit dem Thema zu befassen, um schließlich optimal auswählen zu können, welche praktischen Schlussfolgerungen Sie aus den Erkenntnissen ziehen. Hierzu wieder eines meiner Trudelbilder. Was erkennen Sie auf dem Bild? Ja, was könnte es darstellen? Blicken wir von anderer Seite auf das Geschehen. Und schon bietet sich ein anderer und viel aufschlussreicherer Eindruck. Bevor wir auf die einzelnen Lebensmittelkategorien eingehen, lege ich Ihnen dar, welche Kriterien sich erfahrungsgemäß am besten eignen, mithilfe derer wir unsere gesundheitliche Situation und auch die Auswirkung dessen beurteilen können, was wir gesundheitlich und spezifisch ernährungsmäßig für uns tun. Ich nenne dieses Kapitel auch gesundheitliche Selbstbeobachtung mit dem Untertitel »Bin ich auf dem richtigen, meiner Gesundheit dienlichen Weg?« Es gibt verschiedene grundlegende Kennzeichen eines gesunden Organismus und anhand derer können Sie nachvollziehen, wie es um Sie gesundheitlich steht. Durch aufmerksame und kundige Selbstbeobachtung und durch mehr und mehr Entwicklung eines Gefühls dafür, wie sich dieses und jenes Verhalten, speziell Ernährungsverhalten, auf Ihre Gesundheit auswirkt. Dazu dienen folgende Leitlinien. Regel 1. Wir können die gesundheitliche Auswirkung einer Ernährungsform nur dann richtig ermessen, bei einigermaßen mindestens Ausgeglichenheit von Psyche einschließlich Ruhe und Schlaf, Ausgeglichenheit des Flüssigkeitshaushaltes, Bewegungsverhaltens und der Essweise. Ausgeglichenheit von Psyche, Körper und Verhalten. Regel 2. Achten Sie auf Straffheit und Durchblutung des Gewebes, gut sichtbar im Gesicht, auch an der Körperhaltung, der Bauchgröße und Form. Wer gesund ist, hat auch gesund auszusehen. Wenn wir nicht in Form sind, ist uns das anzusehen. Ist uns bewusst, in welche Richtung wir uns entwickeln? Welche Rückmeldung bekommen wir aus unserer Umgebung, sie muss auch natürlich verlässlich und vertrauenswürdig sein. Zum Beispiel, äußerst fragwürdig verwertbar finde ich, wenn massiv Übergewichtige an der Kaffeetafel bei Torte oder Schweinekotelett, Pommes und Bier einem schlanken Menschen sagen, du siehst wie halb verhungert aus. Regel 3. Wer gesund ist, funktioniert auch gesund. Wer gesund ist, funktioniert auch gesund. Dazu gehört das Gefühl von Frische und Kraft, körperliche, geistige, gute Leistungsfähigkeit und Ausdauer, die Fähigkeit, sich auf wechselnde Situationen und Erfordernisse einzustellen bzw. sich nicht so schnell und so einfach durcheinander und aus der Bahn bringen zu lassen, körperlich wie emotional und geistig. Auch die Fähigkeit, sich von mäßig starken Belastungen, zum Beispiel mehreren Stunden Fußmarsch, schnell wieder zu erholen. Schließlich ein Grundgefühl innerer Ruhe und Freude, sowie gute Leistungsfähigkeit der 5 Sinnesorgane mitsamt Wahrnehmungsverarbeitung. Mögliche selbst durchführbare Tests sind Schlafreduktion. Wie reagiert mein Organismus, wenn plötzlich eine Nacht überhaupt nicht oder nur 2, 4 oder 6 Stunden geschlafen wird? Wie viele Tage braucht der Organismus, um sich wieder auszubalancieren danach?
Zweiter Test, der Fastentest. Wie reagiert mein Organismus, wenn ich einen vollen Tag ausschließlich Wasser trinke? Und welche folgende Zeit braucht er, um die Folgen auszubalancieren? Bekomme ich nach einigen Stunden Kopf, Rücken oder Gliederschmerzen, große Müdigkeit und Erschöpfungsgefühl? Als nächstes der Bauchumfangs-Morgen-Abend-Test. Ist nach dem Erwachen früh mein Bauch schlank und wird untertags aufgetrieben? Ändert sich der Bauchumfang bei Verhaltens-, bei Ernährungsumstellung? Wichtig ist, dass Gesundheit sich auch so äußern kann, dass auf schädliche und belastende Reize vom Organismus schnell und heftig eine Gegenreaktion erfolgt, um am Einfluss und der Situation Wichtiges zu ändern. Also Symptom heißt nicht gleich krank. Erbrechen von Hochgiftigem kann lebensrettend sein. Mit 14 hatte ich diesen Reinigungsschwall nach sehr reichlichem Alkoholkonsum zu verzeichnen. Mein damaliger Freund und ich tranken mehrere Stamperl eines selbstgebrannten Kräuterschnapses seines geschätzten Onkels. Ich erbrach nachts um 2 Uhr und war dann eine Stunde beschäftigt, den Teppich in meinem Zimmer wieder zu putzen und zu säubern und kurz meine Mutter auch zu beruhigen. Am kommenden Tag war ich einigermaßen erholt und frisch. Mein Freund behielt die gesamte Portion Intus und war am nächsten Tag zu absolut nichts zu gebrauchen. Fieber kann sehr hilfreich sein in solchen Situationen. Eine Patientin von mir mit hochgradiger Vergiftung durch Baustoffe ihres Fertighauses entwickelte bei der Entschlackungsbehandlung hohes Fieber über Tage hinweg, welches sich durch täglich mehrere Einläufe zur Unterstützung der Giftausscheidung durch den Darm, dann Gabe von reichlich Flüssigkeit zur Unterstützung der Nieren und wenig leichte und hochwertige Kost von selber wieder gut zurückbildete. Also Fieber durch Erhöhung der Körpertemperatur, eine drastische, eindrucksvolle Steigerung der Stoffwechselgeschwindigkeit und dadurch Fieber als hilfreicher Teil auf dem Weg der Heilung. Regel 4. Zur Gesundheit gehören auch funktionsfähige, ihren Zweck erfüllende Ausscheidungen. Die Fähigkeit eines Organismus zur Selbstreinigung. Das heißt, durch Körpersekrete und durch Haut- und Schleimhäute Abfallstoffe und Gifte auszuscheiden, was sich schwallartig als Erbrechen, Durchfall, Schnupfen, schleimende Bronchitis, Scheidenausfluss, Ekzem und etliches andere äußern kann. Bei gesundheitlich nutzbringenden Umstellungen riechen die Ausscheidungen häufig intensiver, bis hin zu starkem Gestank. Das ist oft Zeichen der Anregung der Ausscheidungs- und Reinigungsfunktionen und gibt sich üblicherweise in absehbarer Zeit, um dann zu enden in angenehmen Geruch mit eigener charakteristischer Note. Steigt der Vergiftungsgrad, ist Fieber eine wichtige Selbsthilfemethode, wie schon erwähnt, um die Geschwindigkeit der Problemlösung um ein Mehrfaches zu steigern. Genügt das nicht, kann mit Hilfe von umgrenzten Entzündungen der Nasennebenhöhlen, Bronchien, Lunge, Magen, Darm, Scheide, Blasen, Niere, Gelenke das Problem in Schach gehalten werden oder gelöst werden. Er konzentriert oftmals den Kriegsschauplatz auf eine ganz bestimmte Körperregion, um zu vermeiden, dass der gesamte Körper in Mitleidenschaft gezogen wird. Das kann natürlich dann sehr unangenehm und zum Teil auch gefährlich werden bei Lungenentzündung oder Nierenbeckenentzündung. Hier ist der ärztliche Blick oft wichtig, um zu unterscheiden, was ist gerade Symptom im Heilungsverlauf, wo Geduld und Abwarten angesagt sind. Und wo entwickelt sich gerade ein neues Krankheitsbild, das ausufern und gefährlich werden kann und wo dringend Handlungsbedarf besteht? Regel 5. Was zeigt der Bauch selbst? Inwieweit habe ich Übelkeit, Bauchdruck, Schwere, Druck und Völlegefühl im Bauch, Schmerzen, Auftreibung, Gasbildung, Blähungen,
Müdigkeit nach dem Essen. Wie verändert sich die Symptomatik, wenn ich mich mehr oder weniger bewege, ausreichend Flüssigkeit nehme, ausruhe, sehr aufmerksam kaue und so weiter? Regel 6. Mit welchen Manipulationen behelfe ich mich, um Schwierigkeiten zu bewältigen? Konkret gesagt, wie oft und wie viel brauche ich Putschmittel wie Kaffee, grünen, schwarzen Tee, Mate, Schokolade, Zucker, anderes Süße, auch größere Essportionen, späteres oder häufigeres Essen, nach 18 Uhr bzw. mehr als dreimal täglich Essen, auch süße Getränke, ganz wichtige Putschmöglichkeit. Durch solche Manipulationsstrategien kann ich körperliche und psychische Belastungen ausgleichen. Viele Menschen machen dies unbewusst und finden es normal, nehmen nicht oder nur teilweise wahr, wie sie sich und vor allem wie sehr sie sich dadurch schaden. Oftmals ist ein guter Test, das Betreffende einfach eine Woche wegzulassen. Wenn am ersten, zweiten, dritten Tag Kopfschmerzen beginnen, dann ist das Entzugszeichen. Mit 99%iger Sicherheit. Praxistipps. Will ich mir bei Patienten schnell einen Überblick verschaffen, wie sie beieinander sind, aktuell, dann schaue ich ihnen ins Gesicht, auf die Haut, die Frisur, die Körperhaltung, Bauchgröße und Form von der Seite, frage sie nach Länge und Erholsamkeit des Schlafes, der Frequenz und Beschaffenheit der Darmausscheidung, hierzu eine Anmerkung, starker Geruch und starke Afterverschmierung nach der Ausscheidung sind Zeichen akuter Giftausscheidung. In einer Heilungsphase tritt häufig Schafkot, also solche Knödelchen, auf. Eventuell auch Verstopfung, die hartnäckig sein kann. Und ich frage nach dem Wärmehaushalt. Bei funktionierender Entgiftung und Heilungsphase friert der Patient häufig schnell. Wenn Sie Ihre Ernährung umstellen, kann sich manchmal zuerst ein Durcheinander, zum Teil sogar können sich belastende Symptome entwickeln, nicht nur körperlich, sondern auch emotional und geistig. Bei erfolgreicher Therapie allerdings hat sich innerhalb von absehbarer Zeit ein neues Gleichgewicht einzustellen. Mit vermehrter Gesundheit, was sich auch in Wohlgefühl und Stabilität äußert. In schweren Fällen kann solch eine Heilungsphase Monate und Jahre dauern. Allerdings sollte für den Therapeuten anhand von Untersuchungsergebnissen nachvollziehbar sein, ob die Therapie gut Wirkung zeigt. Ich würde sogar noch schärfer sagen, es muss für den Therapeuten nachvollziehbar sein, dass insgesamt eine Besserung stattfindet. All diese Dinge sollen noch in einem extra Vortrag ausführlich zur Sprache kommen, weil ich sie für sehr wichtig halte, für gesundheitliche Selbstverantwortung. Das ist schon mal ein Anfang hier, jetzt. Auf den Punkt gebracht nochmal. Achten Sie darauf, ob Sie gesund und immer gesünder aussehen, körperlich, emotional und geistig gut mit machbaren Aufgaben umgehen können und sich danach auch in angemessener Zeit wieder erholen. Und nochmal wiederholt, es ist gesund, wenn ein Organismus bei großer Überforderung mit Symptomen antwortet. Symptom heißt nicht gleich schlecht. Eine rote Warnbirne ist kein schikanöses Gebilde, sondern hochwichtig und hilfreich, um den Therapieverlauf zu beurteilen, beziehungsweise um auch selber die eigenen Grenzen immer besser kennenzulernen und auch damit umgehen zu lernen. Blicken wir auf die Gruppen der Lebensmittel nun. Fangen wir mit den Fetten und Ölen an. Sie sind von grundlegender Wichtigkeit für zentrale Stoffwechselprozesse, besonders für unser Nerven- und Hormonsystem. Gesundheitlich wertvolles Öl hat Bio- und kaltgepresst zu sein und hat nicht erhitzt zu werden. Ausnahme Kokos- und Palmfett. Und bestimmte Sorten von Sonnenblumenöl, das ist ja als Bio-Bratöl im Handel. Erhitzung zerstört wertvolle ungesättigte Fettsäuren und produziert toxische Transfettsäuren.
welche in hohem Maße schwere Krankheiten und Krebs fördern können. Mit Stopp von schädlichem Fett und Öl und Einsatz von Leinöl, der Quark-Leinöl-Diät, hat Johanna Budwig für sterbenskrank erklärte Krebskranke wieder zu Stabilisierung oder gar Gesundheit verholfen. Bei der Essenszubereitung hat gedünstet oder schwach gegrillt oder ohne Fett gebacken zu werden. Das Fett oder Öl kommt über das fertige Essen auf den Teller. Etwas Leinöl, Butter oder anderes Olivenöl mit Omega-9 ist auch eine sehr gute Möglichkeit. Nochmal zum Thema Bio. Wo ist Bioqualität besonders wichtig, ne? Was fällt Ihnen ein? Ja, gerade beim Tierischen, weil sich Giftstoffe über die Nahrungskette im Tier 10-fach, 100-fach oder sogar noch mehr anreichern. Außerdem in Fetten und Ölen, weil dort die fettlöslichen Giftstoffe wie magnetisch angezogen werden. Und das betrifft alles Tierische, sowohl Fleisch und Fisch, natürlich auch Wurst sowie Eier und Milchprodukte. Aber natürlich auch die pflanzlichen Öle. Gesundheitlich besonders wertvoll sind vor allem Omega-3-fettsäurehaltige Öle, allen voran Leinöl. Es nutzt nicht nur dem Gehirn, Nerven und Hormonsystem, besseres Denkvermögen, Harmonisierung von Stimmung und Verhalten. Es schützt Gefäße, wirkt günstiger auf Blutfette, hilft für gesundes Zellwachstum, raus aus der Sackgasse des Krebswachstums, wieder in gesundes Zellverhalten. Hilft dazu, dass Entzündungen ausbrennen und wieder Ruhe einkehrt und vieles mehr. Gutes Leinöl darf nicht nach Möbelpolitur schmecken, sonst gehört es auf die Möbel. Ich reklamiere jedes solche Produkt beim Verkäufer und verlange mein Geld zurück. Es muss angenehm, eventuell nussig schmecken, hat dunkel und kühl gelagert zu werden, nach Öffnen in kurzer Zeit, ja, Wochen, verbraucht und einfach auf den Geschmack Acht geben, dass der gut bleibt. Gut sind auch andere kaltgepresste Öle, Butter, Schlagsahne, Sauerrahm, Kokos- oder Palmöl, Eigelb, Biofett von Tieren. Irrsinn ist die kritiklose Fettreduktion in der Ernährung, wie sie seit den 70er Jahren aufgrund einer mit viel Werbung hochgepeitschten Studie, die obendrein höchst umstritten ist, massiv propagiert wird. Die Leitprodukte oder Low-Fat fett reduziert. Naturheilkundlich betrachtet ist bei fettreduzierter Kost die Gefahr groß, dass der Körper in Alarmzustand versetzt wird, weil ihm lebenswichtige Bausteine im Stoffwechsel fehlen. Dies kann krank oder wer krank ist, noch kränker machen. Und andererseits die Gewichtsreduktion unterbinden oder zu unstillbarem Heißhungergefühl führen. Und Fett ist auch Geschmacksträger. Und so wurde bei vielen fertigen Nahrungsmitteln das Fett durch Zucker ersetzt, was die Schmackhaftigkeit erhält. Nur, und da sind wir bei dem Problem der Gewichtszunahme bei fettreduzierter Kost, wir erreichen damit oft mehrmals am Tage, also durch den Zucker statt Fettzusatz in der Nahrung, wir erreichen damit oft mehrmals am Tage eine sehr verstärkte Steigerung des Blutzuckerspiegels mit vermehrter reflektorischer Insulinproduktion, was wiederum zu Gewichtszunahme, Hungerattacken und gesundheitlich zu Diabetes, also Zuckerkrankheit und anderen Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen kann. Nochmal erwähnt sei die schon mehrmals genannte sehr intelligente Kritik, Low-Fat, ist das eine Modewelle? Und bei Low-Carb genauso, also wenig Fett, wenig Kohlenhydrate, nur Mode? Nun, das sehe ich nur teilweise so. Unser Problem ist, dass wir teils gut untermauerte Erfahrungsergebnisse haben, teils uns übler und gut versteckter Manipulation gegenübersehen.
Für mich ist die heutige Forschungslage eine Herausforderung der Kombination von dem Blick auf die Natur als Vorbild, dem Blick auf uralte Lehren und Weisheiten, der Berücksichtigung unseres gesunden Menschenverstandes, der Kenntnis, wie Studien korrekt durchgeführt und ausgewertet werden, und der Berücksichtigung, wer die jeweilige Studie finanziert, durchführt und wer an den Ergebnissen verdient. Und damit, wie unabhängig die Studie durchgeführt wurde. So wie zum Beispiel, dieser ist bei uns so als Witz an der Uni in der medizinischen Fakultät erzählt worden. Ja, es gibt eine neue Studie, Rauchen ist doch nicht gesundheitsschädlich und hängt überhaupt nicht mit Lungenkrebs zusammen, gezeichnet Dr. Marlboro. Okay, ohne Kommentar. Ja, und dann noch haben wir die Medien zu betrachten, welche die Ergebnisse publizieren und auch was Politiker dabei mitverdienen. Wir werden das bei Impfung nachher, beziehungsweise im folgenden Vortrag, im Teil 3 über Schulmedizin und Naturheilverfahren noch ausführlich sehen. Also wenn die politischen Entscheidungen treffen, mitverdienen an dem, was durch die Pharmaindustrie und Nahrungsmittelindustrie verdient wird, umgesetzt wird daran, das ist übel. Und vor dieser Situation stehen wir heute vielfältig. Ja, beim Zucker kommt es noch ausführlich zur Sprache. Wir machen weiter. Was ist bezüglich Fett nach dem heutigen kritisch geprüften Wissensstand eine gute Lösung? Es ist eben nicht Fettreduktion. Es ist nicht die Fettreduktion die Lösung. Die Lösung ist das Umstellen auf hochwertige Fette und Öle in der Nahrung, wie schon ausgeführt. Und da haben wir jetzt genügend Erfahrung, dass wir uns intensiv darauf konzentrieren sollten. Auch da kann noch mehr geforscht werden, aber es sind schon so viele und so gute Erfolge erreicht worden, dass wir darauf aufbauen sollten. Nächster Punkt, bezüglich Fleisch und Fisch gibt es sehr unterschiedliche Stellungnahmen. Für sich spricht, dass es sowohl Kulturen gibt, die ganz oder so gut wie ohne leben, hunderte Millionen Menschen in Indien. Hindus sind selbstverständlicherweise Vegetarier, bekommen ihre lebenswichtigen Eiweiße aus Reis und Linsen. In Südamerika ist das arme Leute Kraftessen, für Schwerstarbeit auch vollwertig bezüglich der lebenswichtigen Eiweißbausteine durch die Kombination von Mais und Bohnen. Andere Völker, die Inuit, leben umständebedingt jahreszeitweise so gut wie ausschließlich von Fleisch und Fisch. Alles in allem, der Mensch ist wohl sehr anpassungsfähig, vor allem wenn er sehr naturnah lebt. Ich empfehle, weg vom Dogmatismus. Ärztlicherseits habe ich viele Hinweise, dass tierische Eiweiße bei geschwächtem Verdauungssystem sehr leicht im Darm chronische Fäulnis hervorrufen. Eine besonders üble Art von Zersetzung mit Selbstvergiftung aus dem Darm, weswegen ich zu Fleisch und Fisch meist eher als Gewürz rate. Wie gesagt, aber mit individuellen Variationen und ich habe auch viel mehr Erfahrung mit betont vegetarischer Ernährung, das bekenne ich offen. Dem Schwein seien einige Extrazeilen gewidmet. Etliche Kulturen und Ernährungslehrer verdammen es als Nahrung für uns Menschen. Beispielsweise das Judentum, der Islam, westliche Lehrer der Homöopathie. Es enthält ein Vielfaches der Menge an Stoffen, die Entzündungen und Allergien fördern. Und das auch in Bioqualität. Dazu mein Leberwurstbeispiel. Vor etwa 15 Jahren aß ich ein gutes Pomritzer Bio-Leberwurstbrot und bekam die ganze Nacht danach eine heftige Entzündungsreaktion an einer Zahnwurzel, sehr schmerzhaft. Nun weiß ich über die Zusammenhänge. Ich glaubte aber nicht, dass sie mich auch betreffen. Na, meine Güte, Zufall. Gut. Ich machte ein Experiment daraus. Nach 4 Tagen war die Entzündung völlig abgeklungen. Das Leberwurstglas war noch halb voll. Ich aß dann mit Appetit den Rest, ließ es mir gut schmecken. Nach gut einer Stunde, nicht mal, 60 Minuten,
erlitt ich schwallartig dermaßen rasende Zahnschmerzen, dass ich das einzige Mal in meinem Leben so extrem meinte, die Wände hochkriechen zu müssen. Nach einigen Stunden, so etwas Hölle, ne, legte sich der irre Trubel wieder langsam und ich hatte ein sehr klares Forschungsergebnis. In meiner Praxis rate ich schon lange absolut ab vor Schweinefleisch oder Wurst, erfahrungsgemäß besonders bei Entzündungen oder auch ja, bei Hauterkrankungen habe ich schon oft massiv Probleme mitbekommen bei Patienten. Also es gibt genügend anderes Fleisch, Fisch und es gibt auch genügend Gemüse. Nun zum Getreide. Sehr umstritten ist es im Gesundheitswert. Seit etwa 30 Jahren wird vermehrt Allergie und Unverträglichkeit beobachtet. Ich habe es am Anfang mit Unglauben verfolgt. Auch in Verbindung mit teils schweren Krankheiten wie Autoimmunität gebracht, auch mit Verdauungsschmerzkrankheiten, neurologischen und Gefäßkrankheiten bis hin zum Alzheimer. Dabei wird eine zentrale Rolle dem Gluten, vor allem der speziellen Molekülform beim Weizen, zugeschrieben. Laut Berichten aus den USA, wo in den letzten etwa 10 Jahren viele Studienergebnisse geliefert werden, habe ich etliche Fallbeispiele. Eines davon bringe ich. Und zwar von einer, und das ist sehr schön, von einer ärztlichen Kollegin, wenn Kollegen sich selber beobachten und analysieren. Sie muss so Ende 50 gewesen sein, wo ihre Krankheit begonnen hat. Jahrelang unter der Diagnose Multiple Sklerose gelaufen und mit der gängigen Schulmedizin und auch zusätzlich Naturheilverfahren behandelt. Nach einigen Jahren wurde die Erkrankung zwar im Verlauf gestoppt, aber sie war schon so weit bewegungsunfähig, dass sie nur noch den allermeisten Tag im Rollstuhl verbringen konnte, das Zimmer nicht mehr verlassen konnte. Dann hat sie eben mit dieser Kollegengruppe, dieser Naturheilärztevereinigung Kontakt gekriegt und sich da intensiv darauf eingelassen, umgehend 100% das Gluten weggelassen, einige Nahrungsergänzungsmittel zur Unterstützung der Heilungsprozesse genommen. Das war, ich meine, noch andere Sachen gemacht, aber das war wohl die Hauptsache. Und sie berichtet im Interview, das hat mich sehr berührt, nach 4 Wochen sei der Kopf endlich mal wieder klar gewesen, nach Jahren, die Müdigkeit weg. Nach 3 Monaten hätte sie wieder an Krücken gehen können, nach 6 Monaten freigehen können, nach 9 Monaten Radfahren. Und dann muss es wohl sehr schnell weiter besser geworden sein. Nach einem Jahr hat sie eine Radtour von 34 Kilometern gemacht. Ein Patient von mir, auch mit einer neurologischen Erkrankung, mit Störung der Produktion von Neurotransmittern, also Nervenbotenstoffen. Sein Problem äußert sich so, dass wenn ein Schub gewesen ist, dann wusste er, was er tun wollte, aber konnte es nicht in Bewegung umsetzen. Und interessant, wie er seine Reaktion auf Gluten beschreibt. Direkte massive Verschlechterung nach dem Essen von weizenhaltigen Produkten. Also quasi direkt danach 2 Stunden wie ausgeschaltet, konnte sich nicht mehr bewegen. Und das mehrmals. Und dann hat er 100% seither das Gluten weggelassen. Und na, es ist schön zu sehen, auch die Zusammenarbeit mit dem Neurologen. Der Neurologe gibt ihm schulmedizinisch Medikamente, dass der Neurotransmitter mehr erhältlich ist, aber er dosiert etwas unter, sodass er nicht die volle Menge erhält, sodass der Körper immer noch einen Anreiz behält, selber diesen Nervenbotenstoff zu bilden. Und da greift dann meine Therapie ein, wo er noch außerdem auf der Ernährungsschiene und bezüglich Darmsanierung, dass wir arbeiten, dass er noch Reflexzonentherapie
mit akustischen Frequenzen, mit der eigenen Stimme, mit Stimmgabeln, mit bestimmten Frequenzen auch anwendet, um diese speziellen Hirnzentren zu unterstützen und ihre Funktionsfähigkeit wieder anzuregen. Noch ein Beispiel, sehr eindrucksvoll für mich. Der Rückgang einer auch auf Antibiotika therapieresistenten schweren Entzündung und Schwellung der Beine mit offenen Geschwüren bei einer knapp 90-jährigen Patientin. Einmal war sie im Krankenhaus, Antibiotika-Infusionen und trotzdem ist es nicht schön abgeheilt. Dann hat sie erstmal zaghaft Gluten so zeitweise weggelassen und als sie gemerkt hat, immer wieder, wenn sie mal ja, daneben gegriffen hat, wieder normales Brot oder vor allem Kuchen, Kekse gegessen hat, dann wurde es wieder schlimm. Und dann hat sie 100% es weggelassen, innerhalb von einer Woche war das wesentliche Problem weg und ist stabil jetzt, ne, so ein Jahr ungefähr gut geblieben. Als Wirkungsmechanismus, wie das Gluten Einfluss nimmt, wird eine Verletzung der Darmschleimhaut im Mikrobereich beschrieben. Wie wenn das Gluten wie einen Schrotschuss auf die Darmoberfläche abgibt und dort unzählige kleine Wunden verursacht werden und es so zu massivem Kontakt von Nahrungsstoffen mit dem Blut kommt, was wiederum Panikreaktion des Immunsystems verursacht, mit schwersten Krankheitsfolgen und psychischen und neurologischen Störungen. Und das kann, muss aber nicht mit Magen-Darm-Symptomen einhergehen. Also es kann auch sein, dass diese Immunreaktion, Autoimmunreaktion im Darm sehr, sehr schlimme neurologische Folgen zum Beispiel hat, aber in puncto Bauch fühlt sich der Patient unauffällig. Oder sogar wohl. Was heißt glutenfrei essen in der Praxis? Wegzulassen ist alles, wo Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste drin ist. Vor allem Brot, Kuchen, Kekse, Nudeln, viele Soßen mit Mehl, andere mit Mehl gemachten Dinge, manche Müslis. Im Zweifelsfall hat die Zutatenliste geprüft oder der Koch befragt zu werden. Es gibt vielfältige andere Möglichkeiten der Auswahl, auch Brot glutenfrei. Kartoffeln, Reis, Hirse, Mais, glutenfreier Hafer. Wann lohnt sich so ein Aufwand? Ich empfehle besonders bei seltsamen oder hartnäckigen therapieresistenten Beschwerden versuchsweise Gluten und möglichst dann gleich auch Milchprodukte, insbesondere Kuhmilchprodukte, für 6 Wochen bis eventuell, wenn es sehr schwer ist, bis 6 Monate wegzulassen und dann natürlich den Verlaufstrend zu beobachten. Ebenso jegliche erhitzten Fette und Öle. Und dazu gehören auch kaltbelassene herkömmliche Speiseöle und herkömmliche Margarine. Wie schon gesagt, an die Traktoren damit und in den Tank. Gleichzeitig empfehle ich gezielte Darmsanierung zur Unterstützung des Bewuchses einer unterstützenden Darmflora eines gesunden Mikrobioms. Ziel ist Besserung der Immunitätslage, Stoffwechsel und Heilungsvorgänge. Einfache Maßnahme ist, täglich eine bis mehrere Gabeln rohes Sauerkraut zu essen, enthält erfreulicherweise auch extrem hohe Mengen Vitamin C. Bei der Frage nach der massiv ansteigenden Häufigkeit der Glutenunverträglichkeit stoßen wir wieder auf das Thema Agrarchemie. Wir haben uns gedanklich und im Nahrungsmittelangebot schon sehr an diese Vergiftung gewöhnt. Schleichend wächst die Dosis. Und damit auch schleichend der gesundheitliche Einfluss auf mehr und mehr Menschen. Sie haben möglicherweise von dem Beispiel von dem Frosch auf der Herdplatte gehört. Wenn die ganz langsam wärmer wird, dann kann er nicht mehr fliehen, dann stirbt er quasi und merkt es gar nicht. Ne? Und mein Eindruck ist, es geht uns Menschen auch so. Wenn wir so schleichend eine Vergiftung erleiden und immer apathischer auch dabei werden und immer in unserer Wahrnehmung mehr beeinträchtigt,
dann merken wir zum Schluss immer weniger, was wir uns antun und wie heftig das gesundheitlich auf uns wirkt, was wir uns antun. Dazu ein paar Zahlen. In Deutschland werden etwa 40% der Ackerflächen mit Glyphosat gespritzt. Ja, und sehr viel wird mit anderem mindestens so giftigem bespritzt. Stark betroffen ist Raps und Getreide. Das Getreide darf nach Glyphosatspritzung direkt geerntet werden. Und zwar mit Glyphosat wird die Reifung beschleunigt und die Vortrocknung des Getreides, damit es dann gut lagerfähig ist. Dadurch ist es in den allermeisten herkömmlichen Getreideprodukten vorhanden und kann dadurch immens andere belastende Einflüsse, wie zum Beispiel die von Gluten, verstärken. Dabei gilt für das Ausmaß von Verstärkung bei giftigen Stoffen oft nicht 1 plus 1 gleich 2, sondern 1 plus 1 gleich 4 oder 1 plus 1 gleich 10, gleich 100. Ein Beispiel dazu. Nehmen wir einen Kämpfer, der an und für sich gut ausgebildet ist, stark, in guter Form. Er kommt auf schlüpfrigen Boden. Das macht schon mal die Situation schwierig. Dann wird er noch von Rauch eingenebelt, kriegt schlecht Luft, bekommt Husten. Und dann erst wird er vom Schwertkämpfer des Gegners angegriffen und kann sich dann kaum mehr verteidigen. So geht's uns, wenn wir dann mit Glyphosat und noch mit Gluten und dann noch mit einer erheblichen Dosis Mobilfunkstrahlung und so weiter und noch vom Geoengineering Nanopartikel von Aluminium, wo wir erheblich Hinweise haben, dass es so ist. Wenn wir das alles zu schultern haben. Glyphosat hemmt wichtige Organfunktionen und erhöht das Auftreten von vielen schweren Krankheiten, zum Beispiel im neurologischen Bereich Demenz, Parkinson, im psychiatrischen Bereich Depression, Angststörungen, Autismus, außerdem Krebs, Fehlgeburten, erhöhte Neugeborenensterblichkeit, Immunstörungen, Nieren, Haut, Atmungsorganerkrankungen. Glyphosat wirkt wiederum mit anderen Toxinen wie Nanopartikeln von Aluminium. Bei Impfstoffen wird das auf jeden Fall verwendet. Und auch mit, habe ich schon erwähnt, mit elektromagnetischen Feldern zusammen, indem sich die Gesamtwirkung um ein Vielfaches verstärkt. Sie sehen hier die Zeichnung, die zeige ich immer wieder, sehr aufwühlende, ganz wichtige Studie. Kinder gleichen Alters zeichnen Männchen. Sie sind völlig gleich aufgewachsen, gleiche Abstammung, Lebensweise, Kulturkreis. Der einzige wirkliche Unterschied ist die naturbelassene Umgebung einerseits, linke Zeichnung, beziehungsweise die massive Exposition durch Sprühen von Ackergiften bis direkt an den Dorfrand andererseits. Und es ist nicht nur so, dass die Zeichnungen sich so unterscheiden. Es gibt auch ein Video, ist auch bei den Quellen dabei. Da sollen die Kinder Bälle fangen, die sie zugeworfen kriegen. Und die einen, die stehen richtig apathisch da und der Ball prallt irgendwo auf sie und sie greifen irgendwo in die Luft daneben. Oder sie sollen Zielwerfen machen in kleine Öffnungen. Und die einen, die Gesunden, für die ist das ein Spaß und die treffen oft. Und die anderen, die stellen sich wirklich an wie die ersten Menschen. Ganz unbeholfen. Ja, nochmal zum Thema Bio und Agrarchemie. Hier auf dem Bild sehen Sie zwei Handtücher. Na, und das eine, das wie ein Handtuch, wie ein Geschirrtuch aussieht, das hat ein paar Flecken. Und dann wird da drauf gezeigt, och, und das Bio hat Flecken. Und hier wird beim Bio betrogen und da ist es nicht ganz so sauber und so weiter und so fort. Ne? Na gut, das Handtuch, gut, ja, es hat ein paar Flecken. Bio ist nicht immer 100% und es hat nicht den Anspruch der Vollkommenheit. Aber auf der anderen Seite, ich wage zu sagen, es ist genauso. Ne? Wenn wir mit Agrarchemie wirtschaften, dann haben wir
vom Ergebnis für unseren Organismus, aber auch für die Natur, das wie dieses versiffte, stinkende, verschmierte Handtuch auf der anderen Seite, auf der rechten Seite ist. Ne? Und durch Propaganda wird uns weiß gemacht, naja, dann könnt ihr doch gleich herkömmlich kaufen. Ne? Ich halte das für übel, wirklich übel. Ne? Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Ne? Okay. Jetzt kommt ein großes und auch sehr energiegeladenes Thema, Zucker in der Ernährung. Bildlich gesehen hat Zucker zwei Hauptprobleme. Er macht es erstens dem Körper sehr einfach. Das heißt, die Verdauungskraft wird nur sehr wenig gefordert und kann buchstäblich einschlafen. Andererseits führt der Zucker sehr schnell Energie zu. Das heißt aber auch, der Blutzuckerspiegel steigt mit der Leistungsfähigkeit schnell abrupt nach oben und hilft in der augenblicklichen Situation, führt allerdings schnell wieder zum Leistungsabsturz. Zucker verbrennt bildlich im Darm wie ein Strohfeuer, brennt schnell wieder runter, außer wir geben uns den nächsten Kick. Zucker regt ähnliche Belohnungsmechanismen in uns an wie Kokain, eine der stärksten illegalen, süchtig machenden Drogen. Es liegt eine Studie an Ratten vor, die zeigt, dass Zucker sogar zu einem Abbau eben jener Rezeptoren führt, die für so fantastische Hochgefühle verantwortlich sind. Das bedeutet in der Praxis, dass der Zuckersüchtige mehr und mehr von seinem Stoff benötigt, um kontinuierlich dasselbe High, denselben Hochzustand zu erreichen. Wie bei Abhängigen harter Drogen wird es immer schwerer, sich mit der Substanz zu befriedigen. Außerdem ist Zucker nicht einmal ein Sattmacher, ganz im Gegenteil. Durch den ansteigenden Insulinspiegel sind wir nach dem Zuckerkonsum oft sogar hungriger als zuvor. Unser Organismus ist den Zucker in heutigen Mengen nicht gewohnt. In der Natur kommt er nur extrem selten pur vor, wie im Honig zum Beispiel. Extrahierter Zucker ist ein Kunstprodukt des Menschen und war bis vor relativ kurzem ein Gewürz. In großen Mengen wird er erst in unserer Zivilisation produziert. Und Obst ist nur kurze Zeit im Jahr vorgesehen. Und wo das Obst herkommt aus der Wildform, Wildobst enthält wesentlich weniger Zucker als hochgezüchtetes. Bei Äpfeln ist es ein Verhältnis 1 zu 10. Die Kulturäpfel enthalten 10-mal so viel Zucker als die Wildäpfel im Durchschnitt. Wildobst enthält außerdem viel mehr Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe, was zu weit größerer Bekömmlichkeit führt. Einige Zahlen. 1874 war der Pro-Kopf-Zuckerverbrauch 6,2 Kilogramm in Deutschland. 2016 35 Kilogramm, das sind etwa 96 Gramm, 24 Teelöffel täglich. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt endlich nach einer Katastrophe 1997, das bringe ich nachher noch genauer, empfiehlt endlich die Reduktion des Zuckerkonsums auf maximal 24 Gramm täglich. Das wäre für Deutschland eine Reduktion auf ein Viertel. Das entspricht immer noch 6 Teelöffeln am Tag. Durchschnittlich gesehen, ne? Da sind auch die mitgezählt, die überhaupt keinen oder nur ganz wenig Zucker verbrauchen. Ne? Die größten gesundheitlichen Gefahren des Zuckers sind die Zerstörung unserer Darmflora mit zunehmender Verschlackung und Selbstvergiftung aus dem Darm, das Hervorrufen von Stoffwechselträgheit und eine schwere Hormonstörung über die Insulinschiene mit Folge von Übergewicht, gestörter Sättigung, Zuckerkrankheit, anderen Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Leberschädigung, Zahnschädigung mit Karies, Mineralstoffmangel und vieles mehr.
Gesundheitlich die allergrößte Katastrophe verursachen die gesüßten Getränke, weil dort Zucker oder anderes noch gefährlicheres Süßungsmittel nur mit wenig Speichel oder Verdauungssaft gemischt wird. Und so kann sich seine Schädlichkeit um ein Zigfaches mehr entfalten einerseits. Andererseits störe ich durch solches Trinkverhalten extrem den Verdauungsrhythmus, weil jede Nahrungsaufnahme zwischen den Hauptmahlzeiten verändert und schwächt das Verdauungsmilieu, vor allem im Magen und oberen Dünndarm. Also die Katastrophe der gesüßten Getränke ist einerseits die zu wenige Einspeichelung und dadurch Fuselgärungsförderung, Bildung von Sand im Getriebe. Andererseits die Störung des Verdauungsrhythmus und damit wieder auf einem anderen Weg Schwächung der Verdauungskraft, Förderung auch wieder der Zersetzungsvorgänge und der Verschlackung des Körpers. Empfehlung, vor allem gesüßte Getränke vollständig meiden, auch Obstsäfte, Schorle. Den Saft selber machen durch Kauen des Apfels oder des anderen Obstes. Riesenproblem außerdem ist, dass Zucker oder ähnliche noch weit toxischere, giftigere Substanzen, künstliche Süßstoffe, weil sie sich als Nervengifte auswirken können, fast allen Fertignahrungsmitteln zugesetzt sind, teils in astronomisch hohen Mengen, wie beim Ketchup. Ketchup besteht zu erheblichen Teilen aus Zucker. Und auch viele salzig-herzhafte Nahrungsmittel enthalten meistens Zucker oder Süßungsmittel, allermeistens. Durch die Steigerung der Insulinausschüttung werden dadurch sofort und auch im weiteren Tagesverlauf der Appetit und damit auch der Konsum und da natürlich verbunden damit die Verkaufszahlen gesteigert. Also der Zucker, die Verzuckerung der Nahrung macht, dass die Umsätze deutlich gesteigert werden. Eine Erschwernis für viele ist die Verschleierung des Zuckergehaltes durch den Gebrauch anderer Namen für die Substanzen, wie Glukosesirup, das kennen ja noch viele, Saccharose, Sucrose, Maltodextrin, das kennen schon wieder weniger, oder Abkürzungen wie HFCS, High Fructose Corn Syrup, Fructosesirup aus Mais, wodurch auf der Zutatenliste das Risiko nicht erkannt werden kann. Zucker hat eine hochpolitische Seite. Er ist ein sehr einträgliches Wirtschaftsprodukt und durch seine abhängig machende Wirkung bietet er großen Angriffspunkt, um damit Massen von Menschen in Riesenausmaß zu manipulieren. Maximalprofit und unvorstellbares gesundheitliches Leid damit einhergehend zu verursachen. Und jetzt zu dem politischen Skandal. Da können einem wirklich Schuppen von den Augen fallen. Ein Auszug aus dem Bericht von Hans-Ulrich Grimm in seinem Buch Garantiert gesundheitsgefährdend, und zwar über die Manipulation des öffentlichen Berichts der Expertenkommission der Weltgesundheitsorganisation WHO. Dort war 1997 eine Fachtagung über Kohlenhydrate in der menschlichen Ernährung, wo auch der Zucker eine große Rolle bei der Besprechung gespielt hat. Und Grimm hat Berichte und Proteste verschiedener teilnehmender Wissenschaftler, also Zeugen, gesammelt, die auch mit dann an der Entwicklung der Ergebnisse beteiligt waren, die dann als Empfehlungen rausgegeben worden sind. Und die Wissenschaftler berichten einhellig, es seien viele und starke Argumente für die große krankmachende Potenz von Zucker und entsprechend massive fundierte Einwände bezüglich Zuckerkonsum gebracht worden, seien weggewischt worden, der Abschlussbericht manipuliert und so frisiert, dass Zucker als unbedenklich erklärt wurde in der öffentlichen Stellungnahme dann der WHO. Und diese Stellungnahme war dann über viele Jahre Orientierung weltweit für die, na, das ist es eben. Die WHO gibt das Ergebnis raus. Die Regierungen,
Weltweit orientieren sich im Gesundheitssystem und natürlich auch auf der Bildungsschiene. Und da heißt es ja dann, ja, gebt ruhig den Zucker in die Lebensmittel, gebt ruhig die Süßigkeiten ohne irgendwelche Warnhinweise aus und auch in den Schulen und den Schulspeisungen. Zucker ist unbedenklich, ne? Und nach viel Arbeit und Kämpfen ist es eben dann gelungen, dass die WHO mit ihrem Kurs umgeschwenkt hat und eben, wie ich vorhin berichtet habe, in der Zwischenzeit empfiehlt, deutliche Reduktion des Zuckerkonsums auf 24 Gramm durchschnittlich pro Tag. Ja, dann noch ein anderer politischer Blick auf den Codex Alimentarius, und zwar ein Gremium, das gebildet wird von Vertretern der Weltgesundheitsorganisation, der WHO und der Welternährungsorganisation FAD. Der Codex Alimentarius wird auch bezeichnet als Weltregierung in Sachen Ernährung. Dort wird alles beschlossen, was mit Nahrung zu tun hat, Inhaltsstoffe mit Gentechnik produziert, Giftrückstände, die toleriert werden, andere Inhaltsstoffe, die Nahrungsmitteln zugefügt werden können oder draußen gehalten werden sollen. Und im Codex Alimentarius sind offiziell als Delegierte vieler Staaten Vertreter von Nahrungsmittelkonzernen. Das ist unglaublich, aber es ist so. Einer der beiden Delegierten der Bundesrepublik Deutschland 2012 war von Südzucker. In anderen Jahren von Schöller Eiscreme, Nestlé, Kraft, Jakobs Suchard. Italien ist auch vertreten durch Ferrero, die Schweiz durch Nestlé, Frankreich durch Danone und die USA, na, von Coca-Cola natürlich. Diese Konzerne bestimmen mit, wenn uns verboten werden soll, aus Kräutern Heilmittel zur Selbsthilfe zu machen, wie ja immer noch nicht vom Tisch ist, immer wieder versucht wird, vom Codex Alimentarius in dieser Hinsicht Druck zu machen. Ich sage, das ist haarsträubend. Und das ist noch gelinde ausgedrückt. Der Bock ist Gärtner. Graf Dracula hat Obhut über die Blutbank. Daran anschließend nenne ich einen Schlüsselpunkt, den ich bei den allermeisten Menschen in unserer Gesellschaft als grundlegend, nicht nur für Gesundheit, sondern für viele zentrale Aspekte des Lebens sehe. Das Thema Information, Desinformation, Manipulation. Und wieder zum Zucker. Der Zucker ist nicht das Hauptproblem. Desinformation und Manipulation ist es, die uns dazu bringen, einen unverhältnismäßigen Umgang mit solchen Substanzen wie Zucker zu haben und als gerechtfertigt zu finden. Das kann viele Seiten haben. Oft wird in Sicherheit gewiegt, auf falsche Fährten gebracht. Rigoros werden bewusste und noch mehr unbewusste Wünsche angesprochen und damit gnadenlos Profit gemacht und Gesundheit inklusive oft Leben zerstört. Wir haben es zu tun mit einem Bündnis, einem unvorstellbaren Bündnis von Politik, Wirtschaft, Forschung, Ärzteschaft, Bildung und Medien zu Lasten der normalen Bevölkerung, wenn sie nur im Alltag auch so grimmig und räuberhaft aussehen würden. Dann wären sie viel einfacher zu erkennen. Empfehlungen hierzu. Seid wachsam. Überprüft Informationen. Nochmal auf meiner Website. Im Augenblick müssen Sie es noch runter kopieren. Ich schaue, dass ich es als PDF zum Runterladen bringe. Viele Buchhinweise, Internetlinks nach bestem Wissen und Gewissen geprüft, damit sie auch wirklich verlässlich sind und zur Weitergabe eben auch halte ich sie für gut geeignet. Und nun zu den Schlüsselfragen, die wir stellen können. Wer gibt die Information? Welche Erfahrung hat dieser Mensch, diese Organisation? Wie lange Zeit und wie fundiert ist diese Erfahrung? Und dann, welche Interessen hat dieser Mensch, vertritt diese Organisation?
Und auf gut Deutsch, cui bono? Wem nutzt das? Wer hat was davon? Cui bono? Seid besonders wachsam, wenn es um Gesundheit geht. Bezüglich Lebensmitteln, Chemie in Lebensmitteln, Tierhaltung, Gentechnik, Massenproduktion. Bezüglich dem Gesundheitssystem und der Krankheitsindustrie, der pharmazeutischen Industrie, dem Thema Psychopharmaka, Impfungen, Krebsbehandlung, Chemotherapie. Ich bin bestärkt mittlerweile durch die vielen Erfahrungen im Mut und in der Entschlossenheit, mit meinen Informationen Menschen zur Selbstständigkeit gesundheitlich und bewusstseinsmäßig zu helfen. Und nun noch zur sozialen Verknüpfung der Problematik des Zuckers. Sozial ist Zucker beliebt, bewährt und Gesellschaft großteils anerkannt als Ersatzbefriedigung. Menschen, die in irgendeiner Form unerfüllt und unglücklich leben, trösten sich mit dieser Köstlichkeit oder handhaben sie als, ja, besondere Belohnung. Ich meine, es ist ja auch nichts dagegen zu sagen, einmal in der Woche ins Café zu gehen, da ein schönes Stück Torte und ein Cappuccino. Und aber auf der anderen Seite, wenn das dann zu mehrmals am Tag wird, dann, ja, ich brauche nichts dazu zu sagen. Eine Süßwarenabteilung, eine Konditorei oder ein Café ist bei uns quasi gleichzeitig Apotheke mit Medikamentenausgabe Psychopharmaka, das weltweit beliebteste Psychopharmakon, mindestens in der westlichen Welt. Eine taugliche Messlatte sei noch erwähnt für die gesundheitliche Wirkung von Kohlenhydraten, die glykämische Last. Dieser Wert gibt Informationen über die Auswirkung von den kohlenhydrathaltigen Nahrungsmitteln auf den Blutzuckerspiegel. Und da ist es eben günstig, wenn der Blutzuckerspiegelanstieg nach Nahrungsmitteleinnahme möglichst flach bleibt. Also muss jetzt nicht extrem flach sein, aber wenn er anschießt, dass es eben dann mit der Problematik verknüpft, dass sehr schnell wieder ein Absturz des Blutzuckerspiegels mit Heißhunger und entsprechenden Folgen von Gewichtszunahme und so weiter, Verschlackung resultiert. Eine Empfehlung noch zum Umgang, günstige Lebensmittelkombinationen zu nutzen. Dass Fett und Ballaststoffe, zum Beispiel Zuckeraufnahme, im Darm verzögern. Nüsse und Obst passen gut zusammen. Und idealerweise, wenn wir es noch ergänzen durch das Essen von Wildpflanzen dazu. Johannisbeerbeispiel von mir, wo ich erwähnt habe. Ich rate vor allem verdauungsschwachen Menschen und solchen, welche sich wenig bewegen, zu großer Vorsicht mit Zucker und oft auch mit Obst, weil dies viele Störwirkungen entfalten kann. Insbesondere unsere Verdauungskraft und unsere Immunkräfte stark schwächen und zum Erliegen bringen kann. Wie auch ein Mensch verweichlichen kann, wenn er nie nach draußen geht und nur auf dem Sofa liegt. Aufgrund der Kritik am Zucker sind auch die Stärke ähnlichen langkettigen Kohlenhydrate wegen vermuteter möglicher gesundheitsschädlicher Wirkung verschiedentlich in Verruf geraten. So gibt es in der Zwischenzeit etliche kohlenhydratarme Diäten, Low Carb, welche auch mir teils günstig auffallen, wie schon die erwähnte Paleo-Diät, Steinzeit-Diät. Gibt es Ersatz für den Zucker, die Süßung? Ich habe bis jetzt keinen wirklichen gefunden, außer sehr bewusster Umgang mit Süßem und Mengenbegrenzung. Zum Beispiel einmal täglich, individuell natürlich variiert. Andere Möglichkeit auch, die Achtsamkeit darauf zu richten, Süßes nur in Form von Früchten, Trockenfrüchten, eventuell Honig, dazu etwas Fett, 3 bis 4 Mandeln zum Beispiel, Wildpflanzen dazu.
Ja, und den Kritiker wieder gefragt, ist auch die Anklage des Zuckers eine Mode, welche sich schon bald überholt hat? Also da sage ich wagemutig nein. Gerade auf diesem Gebiet haben wir inzwischen so viele und so langjährige Forschungsergebnisse vorliegen, dass ich den heutigen Ergebnisstand als richtungsweisend sehe. Es geht allerdings nicht um Verdammen von Zucker in der Ernährung. Wie bei so vielen Dingen, auch Mobilfunk, Plastik, Chemie überhaupt, geben wir doch jedem dieser menschlichen Errungenschaften die passende Position in unserem Leben, als Würze, wie Salz. Dabei haben wir sicherlich immer wieder die Strategien anzupassen, aber andererseits haben wir doch auch bestimmte Grundlagen als hilfreich erarbeitet, an die wir uns teils schon viele Jahrzehnte erfolgreich halten. Abschließend zum Thema Zucker und Süß ein wegweisendes Zitat eines hochgeschätzten Lehrers von mir aus Würzburg, meiner früheren Werkstätte. Wir haben uns die Süße des Lebens selbst zu geben und nicht durch Zucker von außen ins Leben zu holen. Geben wir uns die Süße des Lebens? Im Wesentlichen selbst. Jetzt zur Kuhmilch. Das Kuhmilcheiweiß scheint wesentlich schlechter vertragen zu werden als vom Schaf und der Ziege. Gewarnt wird von vielen Seiten her vor Milchprodukten überhaupt. Es gibt viele Völker, denen fehlt im Erwachsenenalter ein Kernenzym für die Verdauung von Milchprodukten, zum Beispiel in China, in Japan. Andere Quellen empfehlen oder erlauben allein Milchfett, vor allem Butter oder Ghee, das ist geklärte Butter, durch einen Erhitzungs- und Filtrationsprozess. Streng zu meiden empfehle ich ultrahoch erhitzte und homogenisierte Milch wegen Molekülveränderung und Umwandlung von wertvollen Fetten in mögliche Killergifte. Und bei Kranken rate ich grundsätzlich, Milch wegzulassen. Ein anderer Weg ist die Begrenzung der Wochenmenge und die Beschränkung des Genusses von Milchprodukten auf zum Beispiel 2 bis 4 Wochentage. Ein Fallbeispiel, sehr eindrucksvoll für mich. Ein Mann, um die 40 habe ich ihn kennengelernt, aufgetreten sei es mit etwa 30 Jahren, Diagnose Multiple Sklerose, Rollstuhlpflicht innerhalb relativ kurzer Zeit. Er habe nach einem halben Jahr weglassen, also 100% Verzicht auf Milchprodukte, quasi dauerhaft sein Problem beheben können. Also es war wirklich wie ein Wunder und ist aus dem Rollstuhl wieder draußen, wir haben zusammen auf einer Tagung Öffentlichkeitsarbeit gemacht und hat sich ganz normal bewegt, hat gesagt, sämtliche Symptome, die ihn in seinen wesentlichen Tätigkeiten belastet hätten, das sei alles wieder normal geworden. Er hätte auch einige Wochen Gluten weggelassen. Aber eben in der Hauptsache war es die Konzentration auf das Weglassen der Milchprodukte. Und er würde jetzt sogar ab und zu wieder mal Milchprodukte nehmen, aber eben mit Vorsicht. Die Gewürze brauchen einen eigenen Vortrag. Da steckt so viel drin im Thema. Aber ich erwähne, dass sie sehr oft als Arzneimittel auch geführt werden. Der Spruch, dass eine gute Köchin, ein guter Koch durch das Würzen des Essens heilkundlich tätig sein kann, den finde ich voll bestätigungsfähig. Nehmen wir als nächstes die Wildpflanzen, Spezialität von mir. Nehmen wir den Giersch. Wer hat einen Garten? Bei wem wächst Giersch? Hat sich jemand über den Giersch schon geärgert? Wer weiß, dass der Giersch im Volksmund auch Zipperleinskraut heißt? Und wer weiß, dass er am polnischen Königshof hochgelobt als Therapie bei Gichtanfällen gewesen ist? Dafür wurde er als Spinat serviert. Also, schließen Sie Frieden mit Giersch, auch mit Löwenzahn und Brennnessel.
Und nutzen Sie Ihre blutreinigende Wirkung, den großen Gehalt an Vitamin C, Eisen, Calcium, die Wirkung der Bitter- und Gerbstoffe zur Stärkung der Verdauungsqualität und die Stabilisierung dadurch der Darmschleimhaut. Schließlich die Wirkung der Faserstoffe zur starken Harmonisierung grundlegender Verdauungsvorgänge und auch die Bekömmlichkeit von Zucker. Und seien Sie eingeladen zu einer Wildpflanzenführung, ist immer wieder angekündigt. Und praktische Empfehlung, dreimal täglich zu Beginn der Mahlzeit pur einige Blätter Löwenzahn oder Giersch oder anderes sehr ausgiebig kauen und dann schlucken. Nächster Punkt, mit einer Geschichte beginne ich da. Ein König fragte seine drei Töchter, was sie an ihm am meisten liebten. Die erste und zweite erwähnten seine Klugheit und seinen Reichtum. Und die dritte sagte, du bist wie Salz. Der Vater erboste sehr und sperrte sie in einen Turm ein, setzte sie strafehalber Tag für Tag ans Spinnrad. Es kam Not. Das Salz ging als erstes im Land aus. Die Speisen schmeckten immer fader. Da erinnerte sich der Vater an seiner jüngsten Tochter Worte. Und es reute ihn sehr. Und so weiter, wie Märchen so gehen. Wir bestehen zu großen Teilen aus Salz. Und dessen Zusammensetzung gleicht der des Meeres. So rate ich ab vor reinem Natriumchlorid, weil es nur eines von vielen für uns wichtigen Mineralien enthält. Das ganze Spektrum ist in Meersalz oder Steinsalz, das abgelagert ist in Salzstöcken aus Urmeeren, enthalten. Ohne Rieselhilfe, gerne hiesiges Produkt, es braucht nicht aus dem Himalaya zu sein. Wir haben auch in Deutschland und Polen gute Salzstöcke. Dem Thema Jodierung stehe ich zwiegespalten gegenüber. Sinnvoller finde ich auf jeden Fall, Jod gegebenenfalls individuell dosiert einzunehmen, über Algen zum Beispiel, Meeresalgen. Fluor lehne ich ab, komplett ab, als absolut hochgiftig in Trinkwasser, Salz, Zahnpflege und anderen Behandlungsmitteln, vielen Psychopharmaka. Also Empfehlung, gutes Salz, Meer oder Steinsalz ohne Giftbeimischung wie Fluor oder Rieselhilfe. Besonderste Diät dieses Vortrags ist das Heilfasten, der bewusste Verzicht auf Nahrung ohne Hunger, mit reichlich Flüssigkeitszufuhr und Unterstützung der Darmentleerung durch Bittersalz, Glaubersalz oder Einlauf. Diese Strategie ist aus sämtlichen großen Kulturen bekannt und wird bei kranken Tieren in der Wildbahn oft beobachtet. Unterstützt kann dies werden durch Einnahme von Erde, als Heilerde für den Menschen hergestellt. Das ist quasi sterilisierter Erdstaub. Tiere trinken aus schlammigen Pfützen, mein Hund zum Beispiel. Dies liefert wertvolle Mineralstoffe und beruhigt und harmonisiert das Darmimmunsystem. Praktische Empfehlung, Heilerde, grüne Heilerde empfehle ich, wenn es geht. Argilets, mit der habe ich gute Erfahrungen gemacht, geht aber auch Schindeles, Salus. Ein gehäufter Teelöffel täglich früh als erstes in etwas bis zu ein Viertel warmem Wasser. In die hiesige Medizin eingeführt hat das Heilfasten der Darmstädter Arzt Otto Buchinger 1878 bis 1966. Buchinger begründete die Wirksamkeit des Heilfastens damit, dass der Organismus gereinigt und die Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Er benutzte dafür den Begriff Entschlackung als eine zusammenfassende Metapher für die vielfältigen gesundheitsförderlichen Vorgänge im fastenden Organismus. Und inzwischen sind erfreulicherweise viele Schlackstoffe in der Schulmedizin identifiziert und der Sinn dieses Vorgehens bewiesen worden. Also wenn irgendjemand sie auslacht, deswegen, es liegen Beweise massenhaft vor. Vorher ist jahrzehntelang das Thema Verschlackung und die Wirkung des Fastens im schulmedizinischen Kreis verlacht worden.
Ich habe das in den 80er Jahren noch mitgekriegt. Mit einherzugehen hat natürlich ein gesunder Lebenswandel in der Zeit danach, damit dann nicht das Malheur immer noch größer wird und ein Jojo-Effekt resultiert. Ein schönes Zitat von dem Dichter George Bernard Shaw: Fasten kann jeder Dumme. Die Kunst ist das richtige Fastenbrechen, also der Übergang wieder in einen Alltag und dort sinnvoll weiterleben. Als Literatur empfehle ich das Buch von Helmut Lützner, Wie Neugeboren durch Fasten, für die Selbstanwendung. Und als Strategie für zu Hause ist für sehr viele Menschen möglich, zum Beispiel einen Fastentag pro Woche zu machen, als wirklich Gewohnheit. Ich mache es seit, oh, ich weiß es nicht, es sind 7 Jahre. Trinken von reichlich Wasser, ungesüßten dünnen Kräutertee, eventuell einen Einlauf am Morgen zur Einleitung des Tages. Dadurch ruht der Darm aus. Viel Energie kann vom Organismus für Heilungsvorgänge und Erholung bereitgestellt werden. Und wem das zu hart ist, kann auch eine Woche lang, mal so als Kurwoche, nur zwei Mahlzeiten zu sich nehmen und das Abendessen wegfallen lassen. Und nach dem Mittagessen eben nur noch trinken, trinken, trinken. Das wirkt sich günstig aus. Dadurch ist, wenn die Nacht kommt, wenn die Schlafenszeit kommt, schon sehr weit Verdautes im Verdauungssystem, das nicht oder nur noch ganz wenig zur Zersetzung neigt und auch keine Verdauungskraft fordert. Und so können nachts viel mehr wichtige Reinigungsvorgänge durch Leber und Nieren und auch durchs Verdauungssystem im Körper ablaufen. Ein sehr eindrucksvolles Erlebnis hatte ich mit einem Bekannten, bei dem plötzlich akute Bauchschmerzen auftraten und ich eine akute Appendizitis, Entzündung des Wurmfortsatzes, des sogenannten Blinddarmes, diagnostizierte. Er begann sofort mit Heilfasten über eine Woche. Ich willigte ein, ich habe ihn gekannt als sehr verantwortungsbewusst, konnte engmaschig auch den Befund kontrollieren. Und ich war sehr erstaunt und erfreut, dass er also wirklich sofort auf das Fasten reagiert hat und nach 3 Tagen waren die Entzündungszeichen weitgehend weg und nach einer Woche hat er völlig unauffälligen Befund gehabt. Früher war für mich in so einem Fall Einweisung in die Chirurgie und oft Operation die einzige Lösung. Auch bei der Ernährung gilt dann noch die Wichtigkeit der Minimierung von Schadfaktoren, deswegen einige Dinge genannt. Wegen Veränderung der Molekülstrukturen, Finger weg von der militärischen Waffe Mikrowelle in der Küche. Wegen Veränderung der Molekülstrukturen, sodass wir vom Immunsystem quasi hilflos davor stehen, wie einen Nackenschlag uns einziehen. Finger weg von ultrahoch erhitzten Produkten aus demselben Grund, Milch. Finger weg von Gentechnik. Informieren Sie sich auch gut über Einschleusung von Gentechnik in die Nahrung durch die Hintertür, weil hier und dort sind keine Deklarationspflicht. Finger weg von Plaste als Aufbewahrung für Lebensmittel, auch von Beschichtung in Töpfen und Pfannen, vor allem Teflon und ähnlichem. Wegen häufig Verseuchung mit hochgiftigen Beistoffen, die langsame, allerdings drastische gesundheitliche Wirkung haben können, oft auf den Hormonhaushalt, damit auf Körpergewicht, Psyche, Leistungsfähigkeit und vieles mehr. Ja, und wieso? Die Antwort ist immer dieselbe. Wieso? Weil wir nicht darauf eingestellt sind. Unser Immunsystem steht hilflos vor diesen Substanzen, vor diesen Veränderungen, für die es nicht gebaut ist. Um nicht bei der Angst stehen zu bleiben, sei nur erwähnt, es gibt viele und gute Schutz- und Behandlungsmaßnahmen.
Ja, wir kommen langsam Richtung Ende, weil so wichtig sein nochmal betont. Zu gesunder Ernährung gehört dringend auch genügend Ruhe und Erholung, erfüllende soziale Kontakte, gute Psychohygiene, ganz klar, ausreichend Bewegung sowie Sonne, Sonne, Sonne. Wenn irgend möglich, täglich 20 Minuten großflächig auf die bloße Haut. Gegebenenfalls Einnahme von Vitamin D, 1000 Einheiten täglich. Für den Winter eine Tageslichtlampe sich anschaffen, 20 Minuten Bestrahlung untertags machen. Untertags, sonst bringen wir den Tag-Nacht-Rhythmus durcheinander mit dem Melatonin und Serotonin. Und ich komme zum Ende. Schlüssel ist immer wieder die Frage, was tue ich mir mit dem und jenem an? Wie bekommt mir dies und das? Und was macht dies vor allem langfristig betrachtet? Dafür wünsche ich uns allen, folgenden Satz von Kneipp tief verinnerlichen zu können und die bestmöglichen Früchte davon zu erlangen. Sebastian Kneipp, 1821 bis 1897, ist bekannt als Namensgeber der Kneippmedizin, besonders der Wasserkultur mit kalten Abgießungen, Wassertreten und vielem mehr. Zum Thema gesunde Ernährung sagt er: Man lebt nicht, um zu essen und zu trinken, sondern man isst und trinkt, um zu leben. Ich lade Sie noch zu einer Minute Stille ein, wer möchte. Und dann können Sie in sich wachrufen oder verdeutlichen, was Ihnen durch den Vortrag am wichtigsten geworden ist. Und ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.